Guten Abend, Herr Watwar. 5:1 verloren gegen die alte Liebe. Wie fühlt sich das an? Ja, es, alte Liebe ist ja nicht, ist immer noch eine meiner Lieben. Es ist ja einfach, dass ich der Mannschaft natürlich immer noch wohlgesonnen bin. Ich glaube, heute hat einfach die effizientere Mannschaft gewonnen. Gar nicht immer die Mannschaft, die den besseren Fußball gespielt hat, sondern einfach effizienter war, die individuelle Klasse hatte. Und das hat heute den Ausschlag gegeben. Und das, was ASV momentan macht, da will meine Mannschaft irgendwann hinkommen. Und ich habe diesen Weg ja bewusst gewählt für mich, eine Mannschaft zu entwickeln. Dann kann man auch mal solche Spiele, oder muss man leider solche Spiele auch mitnehmen. Wir müssen da auch das Beste machen. Gucken, was für uns natürlich rausziehen, das Positive rausziehen, was das Negative war, das verbessern. Und dann müssen wir gucken, dass wir nächste Woche hier zu Hause Türkei Paroli bieten. Was haben Sie den Jungs in der Halbzeit beim Stand von 0:3 nochmal mit auf den Weg gegeben? Ja, dass wir eigentlich das Spiel nur verlieren oder die ersten drei Gegentore einfach nur entstehen durch Dummheit. Also Eigentor, das zweite Ding ist ein Freischuss für uns, was wir als Konter wieder gegenbekommen. Das 0:3 ist, weil wir da im zweiten Ball pennen. Also es sind halt so Kleinigkeiten. Ne? Ich sage ja, das sind gar nicht die spielentscheidenden Szenen, sondern das ist einfach die Cleverness der Mannschaft von ASV, die es gut machen natürlich auf ihre Art und Weise. Aber wir laden Sie natürlich auch herzlich dazu ein. Jetzt sind Sie letztes Jahr mit dem ASV hier in die Landesliga Hansa aufgestiegen. Wie viel Verdienst haben Sie an der Leistung der Mannschaft, dass Sie so stark in die neue Saison gestartet sind? Ich habe ja vor der Saison schon gesagt, dass ASV für mich Kandidat zwischen 1 und 3 ist. Dazu stehe ich nach wie vor. Es ist einfach eine erhobene Qualität, die da drin ist. Klar, es ist natürlich eine Arbeit, die man geleistet hat im vorigen Jahr. Aber ich glaube, der Nachfolger macht das auch gut, bringt auch neue Impulse rein. Das, was ich mir für den Verein auch erhofft habe, was ich zu Beginn ja auch gesagt habe. Ich habe mich für den Weg der Entwicklung entschieden, für meine persönliche Entwicklung. So, und da gehören Niederschläge dazu. Ich freue mich für den ASV definitiv. Ich bin ja nach wie vor privat sehr gut mit den Leuten. So, und wenn sie es schaffen, freue ich mich umso mehr. Aber jetzt gilt es für mich, auf meine Mannschaft sich zu konzentrieren und auf die nächsten Spiele zu gucken. Das Projekt Rahlstedter SC, ist das ein kurzfristiges oder eher ein langfristiges Projekt? Sie wollen die Mannschaft auf ein höheres Level bringen. Haben Sie genug Zeit und Geduld dafür mitgebracht? Also vor der Saison haben wir 17 A-Jugendspieler insgesamt integrieren müssen. Jeder, der jetzt denkt, dass wir hier durchmarschieren, ist ja Quatsch. Wir müssen zusehen, dass wir ein solides Jahr spielen, dass uns solche Dinge wie heute nicht so oft widerfahren, dass wir die nötigen Punkte sammeln, um unten rauszukommen. Und das Jahr 2 und 3, es ist ein langfristiges Ziel natürlich, jedes Trainers was zu entwickeln, ist natürlich nicht von heute auf morgen zu machen. Deswegen ist es ein langfristiges Projekt, was hier angestrebt ist. Und dann werden wir mal sehen, wie es weitergeht. Das Ziel Ihres Vereins in dieser Saison ist? Also möglichst schnell die Klasse zu halten, schnell die Punkte einzufahren, die wir brauchen, um mit unten relativ wenig zu tun zu haben. Aktuell haben wir damit was zu tun. Und da müssen wir jetzt in den sauren Apfel reinbeißen und müssen wir da durch. Was trauen Sie Ihren Ex-Verein im Falle eines Aufstiegs in der Oberliga zu? Der Mannschaft ist viel zu trauen. Wenn sie einfach in der Oberliga werden halt diese kleinen Fehler, die sie da hinten machen beim Stand von 0:3, halt eher bestraft. Da muss man einfach an dieser Konstanz arbeiten. Jeder weiß ja, wenn deine Kader sieht von ASV, wie viele Oberligaspiele da eigentlich drin stecken. Das ist ja, ich habe meine Jungs auch gesagt, das sind ja weit über 1000 Oberligaspiele, die in dieser Mannschaft steckt. Das ist ja dann vollkommen normal, dass die in der Oberliga auch bestehen können. Aber natürlich muss das Grundgerüst natürlich stimmen. Wie sehr haben Sie sich im Vorfeld auf das Spiel gefreut? Was waren das für Emotionen nochmal bei Ihnen selbst? Ja, es ist doch normal, dass man aufgeregt ist, dass man angespannt ist, dass man gewisse Dinge wahrnimmt. Ich bin mit den Jungs, wie gesagt, auch privat gut. Natürlich neckt man sich gegenseitig auch vor dem Spiel. Für mich war es klar, dass es heute sehr, sehr, sehr schwer wird für uns. Aber ich kann ja nicht vor dem Spiel umgehen und sagen, ja, ich gebe mal auf, sondern man versucht, das Beste rauszuholen. Ja, wir haben gut trainiert in der Woche eigentlich. So, und jetzt müssen wir einfach da weiter anknüpfen. Jetzt kommen die entscheidenden Gegner, wo wir punkten müssen. So, und für mich ist das Ding jetzt abgehakt. Ich habe jetzt mein Wochenende und dann möchte ich zusehen, dass ich mich auf Türkei dann vorbereite. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.